Also vieles, was ich früher noch mit dem Auto haben müssen machen, mache ich jetzt eigentlich mit dem Cargo-Bike. Aber je nachdem, gerade wenn es so viel läuft wie jetzt im Moment, sind die Einkäufe so groß, dass ich es mit dem Cargo-Bike nicht stemmen kann und dann halt auch wieder muss zurückgreifen aufs Auto. Also es ist eigentlich so eine Art Sommerkaffee, so Open-Air-Kaffee, wo wenn jetzt nicht gerade irgendwie so eine Corona-Krise ist, Ende März aufgeht. Und bei schönem Wetter haben wir 7 Tage in der Woche offen. Und die Saison geht Grössenordnung bis Ende Oktober. Und wir haben ein Angebot von verschiedenen Drinks und ein Angebot von Snacks und so Sirups, Glasses und fast alles ist hausgemacht, eigentlich, was wir anbieten. Also das Essen ist alles selber produziert und Sirups auch. Und dann haben wir noch so Saft, die auch selber produziert sind. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass es ein saisonaler Job ist, damit ich im Winter Zeit habe, auch einfach meine Batterien wieder aufzuladen. Und Reisen ist für mich sehr wichtig und das kann ich halt jetzt auf diesem Weg machen. Ja. Wenn dann Grenzen offen sind im Winter und es dann möglich ist. Ja.